Warum die Schwaben immer alles verniedlichen müssen, man mag es mir verzeihen, aber der Berg heißt natürlich Muttekopf und ist in den Lechtaler Alpen. Die Route hat nach unserer Tour mit Abstieg zur Muttekopfhütte und erneutem Aufstieg zum Scharnitzsattel eine Gesamtlaufzeit von 9 Stunden und einem Profil von 1800 Höhenmetern. Diese Tour ist wirklich nur für die konditionell Starken gedacht und wir haben am Parkplatz, als wir wieder angekommen sind, aus dem letzten Loch gepfiffen. Vom Parkplatz Handenjoch geht es ein Stück bergab dem Bach entlang und dann schon recht schnell Richtung von Doas Alpe hinauf. Dabei kommt man durch das wunderschöne Klammental, Bachüberquerungen inklusive. Bis hier ist noch alles in Ordnung, aber dann geht es auch schon sehr steil durch die Kübelwände hinauf zum Muttenkopfscharte. Trittsicherheit und schwindelfrei solltet ihr sein. Die Tour geht auf die Knochen, also genügend Wasservorräte mitnehmen und immer einen Notriegel in der Tasche haben. Den Abstieg zur Muttekopfhütte geht über einen Pfad mit Stahlseilsicherung. Danach geht es nochmal knapp 600 Meter zum Scharnitzsattel hoch. Fazit von uns, nicht familientauglich und nur etwas für die Leidensfähigen. Als Tagestour bedingt geeignet, auch wenn man den gleichen Rückweg und den Umweg über den Scharnitzsattel ausspart. Aber für uns war es ein tolles Erlebnis und wir haben unsere Grenzen kennengelernt.